Juhu, Animal Crossing Freunde, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Animal Crossing New Leaf Pilsdorf an einem regnerischen, kalten Sommertag. Das ist doch tatsächlich gerade in der Realität der Fall. Heute ist es regnerisch und kalt. Es war sogar ziemlich stürmisch. Sehr unangenehm. Oh, wir haben immer noch diese Fassade. Ich habe mir allerdings eine Fachwerkfassade gegönnt. Also, wir haben immer noch diese Hausgestaltung. Aber eine Fassade haben wir jetzt eine andere. Ich habe uns die Fachwerkfassade gegönnt. Ich weiß nicht, ob das etwas ist, was ich dauerhaft behalten will. Aber es sieht aktuell ganz nett aus. Nur das Schloss sieht nicht so schön aus. Ich bin mir halt nicht sicher, welche Farbgestaltung hier die beste ist. Gucken wir erstmal, was wir für Post bekommen haben. Oh, Schreck. Ziemlich viel Post. Ziemlich viel Post. Was ist los? Was habe ich was Wichtiges verpasst? Oh, Geschenke auch. Ah, wir haben keinen Platz im Inventar. Da ich gerade Geld wegbringen wollte. Ich habe mir gedacht, ich sollte das Geld vielleicht mal auf die Bank bringen. Okay, dann nehmen wir jetzt die Briefe, bringen das Geld auf die Bank und kehren dann zurück. Oh, und die Blumen blühen. Ah, wie schön. Ah, wie schön das hier aussieht. Ah, wie hübsch. Mit dem Blau und dem Pink. Oh. Ja, irgendwas... Also, das Haus muss einfach wieder normal aussehen. Ich glaube, dann gefällt mir das auch besser. Smeralda ist da. Das ist gut. Wir gehen jetzt erstmal das Geld auf die Bank bringen. Nass, 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 nass. Oh, hi, Fatima. Oh, oh, Schatzi, erst neulich habe ich mir gedacht, dass ich dich schon lange nicht mehr gesehen habe. Stimmt, mit Fatima habe ich schon lange nicht mehr geredet. Warst du etwa von einem Buch gefesselt oder so? Das könnte ich nämlich nachvollziehen. Nee, eigentlich nicht. Ich hatte nur eine sehr, sehr, sehr volle Woche. Wirklich eine sehr volle Woche. Es sind so viele neue Spiele rausgekommen. Ich habe so viel zugeschickt bekommen. Dann war ich bei meiner Mama. Dann saß ich 2 Tage auf einem Flughafen fest. Obwohl ich eigentlich am selben Tag hin und zurück, versteht ihr so, von Berlin nach Köln und dann von Köln nach Berlin wieder zurück. Und ich war einfach voll... ich sag's lieber nicht. Ich pack jetzt mein Geld in den Bankautomaten. Einzahlen. Ja, und da nehmen wir einfach mal 2.500.000 Sternis. Ach nee, das sind die, die ich nicht... Also die... Ah, ich... Ja, das sind die, die ich auf der Bank habe. Clear, warte. So Quatsch, ich habe ja auch gedacht, hey, ich habe doch nicht 2 Millionen Sternis im Inventar. Das geht doch gar nicht. Dann nehmen wir... Ja, genau. Dann nehmen wir 37.000. 3.356.000 Sternis. Wahnsinn. So haben wir das Geld perfekt aus unserem Inventar heraus. Oh, und wenn wir schon mal hier sind, können wir auch gleich die Briefe lesen. Passt ja ganz gut. Der Brief kommt von Robby. Hallo, Honey. Meine Erkenntnis des Tages. Freunde machen das Leben schöner. Sie sind für dich da. Sie trainieren mit dir und wenn du sie ganz lieb fragst, mähen sie dir deinen Rasen. Dein Muskel, Robby. Danke fürs Lesen, Doktor. Ist das jetzt wieder so ein geheimer Hint, dass ich Robbys Rasen mähen soll? Ist da Unkraut in der Nähe? Und von Günther was? Ach du Schreck. Liebe Honey, am 20.06. hat Günther das Licht der Welt erblickt. Also gibt's auf diesem Tag die größte Party bei mir zu Hause, zu der du unbedingt kommen müsst. Voller Vorfreude, dein Günther. Oh, Günther hat Geburtstag. Es haben so viele Charaktere bei uns Geburtstag. Oh, und von Felix ein Geschenk. Liebe Honey, danke, dass du bei meiner Party warst. Ich habe dein Geschenk einem Freund gezeigt und jetzt will er auch dein Freund sein. So cool war das. Dein glücklicher Felix. Oh, wir haben unser Hohlhörnchen glücklich gemacht. Na, das ist doch schön. Und sogar ein Geschenk zurückbekommen. Das ist ja stark. Ein Samurai-Kostüm. Wie schick. Von Mischka. Hallöchen, Honey. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für dich. Ein Glücksbringer, den ich nur für dich ausgesucht habe. Dank meinem Geschenk wird dein Tag jetzt super cool. Glücksgrüße von Mischka. Na, dann wollen wir doch mal gucken, ob das Item auch Smeralda approved ist. Es ist ein neues Shirt, ein Künstlershirt. Ja, es sieht doch ganz schick aus. Ist ein bisschen nach europäisch-westlichem Standard gesellschaftlich anerzogen betrachtet buschikos. Aber...
Ja, ich drücke mich immer komisch aus, wenn ich etwas feminin oder maskulin bezeichne. Bushikos ist ja eine maskuline Bezeichnung. Denn letzten Endes sind die Dinge, die wir als maskulin empfinden, nur von der Gesellschaft als maskulin definiert. Und in anderen Gesellschaften, und ich finde das so spannend, weil ich beschäftige mich momentan mit super vielen Ländern und verschiedenen Kulturen. Tja, und in anderen Ländern, da sind bestimmte Farben, bestimmte Gestaltungen plötzlich nicht maskulin, sondern feminin geprägt. Das ist sehr unterschiedlich da. Finde ich ziemlich interessant. Allerdings sind rundliche Formen, Rundungen, die ja auch zum weiblichen Körper passen, prinzipiell irgendwie immer sehr feminin geprägt. Aber manchmal auch nur Männern vorbehalten. Es ist super kompliziert, ihr merkt das schon, oder? Ich letzten Endes sage mir, ich habe kein Problem damit, dass Dinge als feminin oder maskulin gekennzeichnet sind oder geprägt sind, solange es vollkommen egal ist, ob ein Mann feminine Produkte benutzt und eine Frau maskuline Produkte oder gemischt, sodass es keine Wertigkeit hat. So nach dem Motto, die Dinge sind erstmal für Frauen oder für Männer konzipiert oder für beide, aber kann ja jeder nutzen, wie er will. Und dass man dann irgendwann dafür nicht mehr, schief angesehen wird, das wär doch der Dream, oder? So, mein Dream wäre jetzt auch... Haben wir noch irgendwo eine Baustelle? Nee, ne? Keine Baustelle mehr. Mein Dream wäre jetzt auch, zu überlegen, wo wir diesen Lichterbaum hinstellen. Hatten wir noch eine Baustelle? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Ich rede mal mit Melinda. Wir gucken uns das jetzt erstmal an. Oh, Bürgermeisterin Hani, ich habe schon nach dir gesucht. Ja, unser Trinkbrunnen ist jetzt fertiggestellt. Können wir da eine kleine Feier machen? Es regnet in Strömen. Ich würde jetzt wegen einem Trinkbrunnen nicht unbedingt im schüttenden Regen eine Party machen und dann kann man die Knaller gar nicht richtig zünden. Oh, du kannst nicht! Dann würde ich dich wohl vertreten müssen. Ich hoffe, die Einwohner werden nicht allzu enttäuscht sein. Kann ich noch bei etwas anderem behilflich sein? Eine Stadtverschönerung, bitte. Oh, ja, noch eine. Ja, klar, kein Problem. Was denn genau? Was Neues, bitte. Ja, ja, das sind die derzeitigen Anfragen der Einwohner. Nein. Schick. 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 Nein. Nein. Haben wir schon? Nee. Brauchen wir nicht? Haben wir schon? Haben wir schon? Brauche ich gerade nicht? Haben wir schon? Brauche ich gerade nicht? Hieslich? Haben wir schon? Haben wir auch schon? Haben wir auch schon? Das ist einzig asiatisch. Ich brauche mal einen Zen-Garten. Wasserpumpe wäre noch interessant. Glocke haben wir auch. Das ist der Holzzaun, der Hydrant. Kenner. Das ist wirklich... Also das ist wirklich... Ja, wenn wir jetzt ein Museum in der Nähe hätten und ich könnte sagen, ja, ich stelle da der Dinosaurier aus. Ja, aber denn... Der Lichterbaum, die leuchten mich nachts und das möchte ich im Wald haben. Ein Lichterbaum für Pistaf. Ja, willst du gleich damit anfangen? Auf geht's! Oh, wunderbar. Suchen wir nach einem geeigneten Ort dafür. Den hätte ich gerne in unserem Wald, in unserem Tannenwald. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass das super schön aussieht, wenn da nachts ein Lichterbaum leuchtet. Gut, Bürgermeisterin Hanja, bring mich zu dem Ort, an dem der Lichterbaum entstehen soll. Hier irgendwo. Die Frage ist, wo hier irgendwo? Also, wo ist das irgendwo? Ginge hier so? Soll der Lichterbaum hier entstehen? Mal sehen. Ja, hier ginge das. Dann müssten wir alles ausbuddeln und wegmachen, aber es würde dann so aussehen. Oh, das ist ja perfekt. Das ist ja perfekt. Das ist ja perfekt. Jawohl! Können wir davon ein paar mehr dann haben? In Ordnung. Dann sollten wir jetzt schnell alle Vorbereitungen treffen. Alles klar. Der Gerüt wird Spenden sammeln, damit der Lichterbaum Wirklichkeit werden kann. Wie lange es wohl braucht, bis wir genügend Spenden für das Projekt Lichterbaum haben? Okay, gut, ich mache mich auf den Weg zurück zum Rathaus. Oh, und du musst natürlich nicht mitkommen, wenn du noch zu tun hast, Frau Bürgermeisterin. Alles klar. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Spenden. Schöner Lichterbaum für Pizza. Warum spenden Sie? Ich komme gleich. Spenden. Ich habe nicht genügend Geld dabei. Ich muss mir... Aua. Ich bin... Twitter. Ich muss mir Geld holen. Morgen ist das Insektikus-Turnier. Okay, dann müssen wir ja wohl mal morgen hier Insektinisieren. Haben wir ewig nicht mehr gemacht. Das Insektikus-Turnier, das ist ja ewig her. So, ich brauche Geld. Hier war doch noch was. Richtig. Ja, die Blümchen, das müssen wir mal verkaufen. Das können wir behalten, das brauche ich nicht. Ja gut, die Axt kann ich jetzt auch verkaufen. Hab ja die jetzt, ne? Ja, dann würde ich das jetzt so lassen.
Ich möchte mir übrigens wieder mein anderes Shirt anziehen. Ich mag das mit den Blümchen einfach total gerne. Ich finde das super süß. Das ist einfach cute. Und auch die Dinge, die wir als cute definieren, sind zum Teil gesellschaftlich geprägt, aber nur zum Teil. Wusstet ihr, dass wir Charaktere mit kleinen runden Köpfen oder auch großen runden Köpfen, vor allem bei großen Augen, kleinen stupsigen Nasen, also einem kindlichen Gesicht, automatisch als niedlich und angenehm empfinden? Huch, was ist los? Fatima, hi! Ha, hallo, Schatz, ich bin froh, dass ich dich treffe, denn ich wollte dir etwas persönlich sagen. Das kommt vielleicht überraschend, aber ich ziehe am 26. des Monats weg. Aber versteh mich nicht falsch. Pilzhof ist toll. Ich habe nur Lust auf ein neues. Das ist mir einfach wichtig. Du verstehst das schon, oder? Nein, tu ich nicht. Oh, Schatzi, wieso sagst du denn das? Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich umziehen soll. Na gut, ich zieh nicht um. Du hast recht, ich muss auch an andere Dinge, an meine Freunde. Ja, Mann, du kannst doch nicht einfach gehen. Das macht mich traurig. Und wütend! Das machst du nie wieder, okay? Das hat mich nämlich richtig geschockt. Jetzt gehe ich hier deprimiert durch die Gegend. Alles nur deine Schuld. Geruid war da hinten. Vorsicht, nicht ins Wasser fallen. Hier. Ups, mein Schirm gedreht. Guten Tag. Spinzi, 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 128.000. Danke, Lobeswerte, für unsere Spenden, die von 191.000 Sternen erreicht. Ich bitte dieses Projekt unsere Staffel, bitte grüße dich mein Weilchen. Oh, Junge! Großartig! Es wurden genug Spenden für das Projekt gesammelt. Spin. 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 Das ist schön. Ja, das sieht richtig hübsch aus hier. Auch wenn... Wenn die Sachen pink und blau nicht so... Also das Pink nicht so passt, blau schon. Das Pink passt nicht ganz so hundertprozentig. Huch! Ich wollte mich eigentlich nicht hier drauf... Das ist ja Unkraut. Das ist kein Unkraut. Das meinte ich. Das ist Unkraut. Das muss weg. So. Und ich hatte ja mal gesagt... Hier wohnt Robby, Vivian. Ich hatte mal gesagt, dass ich ganz gerne mal wieder neuen Bewohner hätte. Ja, das ist schon eine Weile her. Oh, wir müssen noch kurz zu Smeralda. Ich hatte gesagt, dass ich gerne mal einen neuen Bewohner wieder hätte. Ob wir das heute mal machen sollen? Es ist immer spannend, jemand Neuen in die Stadt zu holen. Hallo, Smeralda! Unglück steht ins Haus. Ich, Smeralda, kann dir Zukunft weissagen und auch wieder Unglück vermeiden. Das du schon kennen, das kostet ein bisschen Geld. Ich dann gucke in deine Konstellationen von die Sternen, bitte durchsetzen. Kihe Amu Tata, Shakalaka Haranaka Nadala Dayi. Ah, ja, ich sehe wirklich wieder etwas. Da ist eine Möse. Teils fliegt sie durch die Welt, teils lässt sie sich treiben. Am Ende steht sie auf eine bisher unbekannte Insel. Ich kann die Zeichen sehen. Oh ja, ich sehe gesundheitliche Probleme. Eine kurze Ase, das ist der Schlüssel, der es dir ermöglichen wird, Unglück aus dem Weg zu gehen. Ich sehe, dein Vater hieß Franz. Kann das sein? Warum? Ach, ist nicht so wichtig. Ich hoffe, es wird dir helfen. Und denk dran, Unglück ist nur Glück, das nicht da ist. Ja, Mann. Hunger ist auch ein Gefühl, das da ist, wenn du keinen Hunger hast. Ich bin so deep. Oh, ich bin so deep. Bin ich ein deeper Mensch. So deep. Tunk me deep in the Mayonnaise. Okay, ich höre einfach auf zu reden. Geld, das behalte ich alles. Da müssen ein paar Sachen mal weg. Ja, da müssen... Oh, Etoile! Etoile! Oh, es kommt mir so vor, als hätten wir uns schon ewig nicht mehr gesehen. Du weißt schon, dass es gesund ist, das Aus ab und zu mal zu verlassen, oder?
bist ja fast nie da, aber du hast den gleichen Schirm wie ich. Oh, Anni, willst du zurück in was besprechen, Kikilala? Was gibt's Neues etwa? Es wird so viel geredet, dass man gar nicht mehr weiß, was man glauben soll. Am besten, man glaubt nur das, was man mit eigenen Augen gesehen hat. Du kommst in der Schule aber nicht weit. Okay, dann gehe ich jetzt einmal kurz gucken, welchen Amiibo ich haben möchte. La 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 la. Ich habe uns eine Karte rausgesucht. Ich habe eine Karte gezogen. Wir werden jetzt gleich einen neuen Bewohner kennenlernen, zum Campingplatz holen und dann wohnt ihr bei uns. Wo ist die? Da ist die Lampe. Hallo! Mein lieber Freund. Du musst mir schon eine Gestalt zuweisen, ne? Sonst klappt das nämlich nicht, ne? Ja, die Lampe ist innen größer, als man von außen vermutet, aber weißt du, ab und zu mal draußen sein ist auch cool. Da hast du so eine Animal Crossing Amiibo-Karte? Das wäre echt Tüfte, Mann. Dann kannst du sie mal bitte scannen? Auf diesem System ist drahtlose Verbindung deaktiviert. Was ist denn dein Problem? Das kannst du doch nicht bringen. Also so funktioniert das nicht. Also da musst du schon mal versuchen jetzt hier. Also so geht das nicht. Also komm schon. Hau mal raus jetzt hier. Ich will jetzt eine Karte gescannt haben. Ist ja wohl nicht schön. Ne? Oh, ich wirke da manchmal etwas ruppig. Aber auch ich habe Gefühle. Hunger zum Beispiel und Durst. Oh, so wie ich da gerade rede, klingt ja fast wie Heribert, oder? Nun, wie lautet dein Wunsch? Komm spielen, Heribert. Oh, sehr wohl. Der echte Heribert ist im Moment voll unterwegs. Ich will mich doch sogleich telepathisch verbinden und ihn zum Wohnmobilplatz lotsen. Entschuldigung, aber ich versinnisiere mich dann mal. Hier hast du noch so ein paar Coupons, ne? Okay, tschüssi. Heribert. Oh, Belly, komm, wir spielen mal zusammen. Belly, bist du da? Oh, Barry, Baby. Kommt ja einfach zu Besuch, wusste ich doch gar nicht. Hi, Barry, Baby, Bootsy, Barry, Baby, Bootsy, Boo. Oh, Belly, ha. Ach Mensch, Barry, hi, was machst du denn hier? Wie geht's dir stets? Ich weiß dich auch nicht, dass ich dich besuche, oder? Ich bin nur draußen rumgelaufen. Oder wollte ich auf einmal... So müde. Es hat geregnet. Und kalt war es auch. Ja, und dann gucke ich hoch und merke, dass ich direkt vor deiner Tür bin. Da muss ich doch Hallo sagen. Na dann, komm mal rein in die gute Stube. Ich kann dir, ich weiß nicht, was ich dir anbieten kann. Ich könnte dir vielleicht was zu trinken anbieten. Müsste ich noch was zu trinken haben, oder? Ich hätte sonst einen Kaffee. Ja. Kaffee kann ich anbieten. Oh, hier läuft schon wieder das Wasser. Nee, doch nicht. Was läuft denn hier? Ach, der Ofen. Barry? Anscheinend will Barry weder ein Reisbällchen noch was zu trinken. Dabei habe ich leckere Reisbällchen. Na, mein Schatz. Ich habe dir sogar was mitgebracht. Hoffentlich gefällt es dir. Ich eine Streifenstange. Streifenstange? Ja. Okay, eine Streifenstange. Ich stelle die in meinen Keller. Ich wette, in meinen Keller passt eine Streifenstange. Oder so. Ich weiß es nicht. Kann ich jetzt nicht platzieren, oder? Ja. Ich liebe meinen Keller. Ich finde es halt einfach so super, dass einfach so Gyroide zwischen den ganzen Furzen Gyroiden steht einfach ein und... Hast du bemerkt, dass du schon was wächst, Belly? Hast du etwa ein Brot verschimmeln lassen? Das ist eine Parkiere? Und die gehört auch noch zur Einrichtung, Bummel? Ha, aber Grünzeug wächst doch draußen schon genug. Du kommst echt auf komische Ideen. Oh, Barry, du bist so süß. Oh, ist aber spät geworden. Ich muss auch noch mal stündlichen Snack essen. Ich mach mich weiter auf die Socken.
Bis später, Belly. Bis später, Barry. Huch, er ist einfach disappariert. Naja, dann ist es wahrscheinlich Barry. Barry Potter. Da war ja Kidabra. So, okay, jetzt gehen wir aber zum Campingplatz. Denn ich möchte einen Harrybert in meine Stadt einladen. Vielleicht passt der ja besser zu unseren Bewohnern, als es Vivien tat. Weil Vivien hat sich überhaupt... Oh, ich bin durchs Wasser gelaufen. Egal. Vivien hat sich nämlich überhaupt nicht in unsere Gesellschaft hier eingegliedert. So gar nicht. Alle streiten sich höchstens mit ihr. Ist das ein Krankenbett? Das ist ein Krankenbett. Alles klar. Das ist aber ein gruseliger Van. Da würde ich nicht reingehen wollen eigentlich. Hallo, Harrybert? Du hast eine Bank. Harrybert, es ist eine gute Idee, auf Reisen immer genug Bargeld bei sich zu tragen. Doch Harrybert übertreibt es damit gelegentlich. Das ist eine Bank. Ich kann da nicht mal hin. Eine Bank und ein Tresor und alles. Da ist sogar ein Bankschalter. Kann ich hier Gegenstände bestellen? Dielentapete, Dunkelfliesenboden, der Bankauto... Ja, ich will einen Bankautomaten haben. Seriously? Haben wir ein Gefängnisgitter? Eine Geldkassette. Geldscheinpyramide. Ich als YouTuber brauche eine Geldscheinpyramide, natürlich. Glastrennwand, Meetingraumtisch, ein Safe. Oh, als YouTuber brauche ich einen Safe. Tut mir leid, aber als YouTuber brauche ich einen Safe. Also, da kannst du ja sagen, was du willst. Harrybert? Verwaltest du denn unser Vermögen in der Stadt, wenn du herziehst? Ja, was ist das hier? Lass uns verweilen, nein. Für mich will zu Hause, bla bla. Ich glaube, das ist ein bisschen grantig, kann das sein? Was geht denn so dringendes? Komm mal hier wohnen, Harrybert. Ich habe sogar Brathaus deswegen eine Nummer gezogen und mich in den Wartebereich gezwungen. Was kam da rum? Nichts. Neuer Meldestopp. Heißt das auf Beamtendeutsch? Du als Bürgermeisterin kannst mich doch einen Armleuchter hier zum Gehen animieren lassen, oder? Hast du gerade meine Bewohner Armleuchter genannt? Dann nicht. Schon gut, ich hab's verstanden. Sprich unhöflich, ja. Das ist nämlich mein Job. Okay, ich habe Angst vor dem Koala-Bär. Nee, ich will Harrybert nicht in meiner Stadt haben. Wie fröhlich er winkt? Nein, danke. Das muss ich nicht haben. Der hat meine Bewohner Armleuchter genannt. Dann will ich den gar nicht. Dann will ich den nicht. Okay, Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Animal Crossing New Leaf. Unser Dorf soll schöner werden. Es wird immer schöner. Morgen haben wir einen glitzernden, leuchtenden Baum. Und vielleicht auch eine andere Fassade. Ich gucke mich jetzt gleich mal nach, ob es eine andere Fassade gibt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssikowski. Und das Liken nicht vergessen und so.